Wir haben hier, ganz wichtig, hier unten, da ist auch Luft dazwischen, oder? Mhm. Das heißt, es liegt jetzt nicht flach auf der Platte, ja, sondern man kann das direkt brauchen. Okay. Du weißt ja, dass ich mein Fleisch immer sehr, sehr kalt grille. Ja. Ja. Und deshalb kommt es auch jetzt wieder direkt in den Kühlschrank, damit ich eine tolle, schöne Garung kriege. Ich habe hier Salz drin, das Salz wird anfangen Wasser zu ziehen. Mhm. Wenn man will, dass da richtig was passiert, dann sollte man das eine Stunde vorher machen. Kann man machen, dann ist es noch intensiver. Mhm. Aber bei uns handelt es sich jetzt um 5-6 Minuten ab in den Kühlschrank und wenn ich es brauche, holen wir es bitte wieder raus. Okay, okay? Mach ich weg. Vielen Dank, ich danke dir. Super. Und also schau mal, ja, ganz wichtig, jetzt sind sie ja dünn. Ja. Und deshalb ist es noch wichtiger, dass sie kalt sind. Also sonst kriegst du so viel graue Stelle nachher an das Fleisch, ja, nach innen, weißt, da kriegst du diese typische Regenbogenfarbe. Das will ich eben nicht, ja, das will ich vermeiden. Okay. Und schon gar nicht, wenn man ja gar nicht ganz so heiß grillt hier. Thomas, wenn du das zu Hause nachmachst und da ist der Bock drauf und hier ist das zu viel Geschäft, weil du hast gerade die ganze Masse auf die Platte, da hast du nachher einen riesen Teil, weißt, und kannst dann in Stücke schneiden, okay? Das, guckst du mal, wie die soufflieren? Ja, ich sehe es. Ja? Und das ist das, was du vorher gefragt hast, warum das Natron? Ja, genau. Natron musst du dir vorstellen, du machst es rein und dann ist es wie Kohlensäure. Weißt? Wie Backpulver. Wie Backpulver. Ja. Nur, es braucht keine Zeit zum Gehen. Du kannst es einrühren und kannst es sofort verarbeiten. Ja. Es gibt eigentlich kein wirkliches amerikanisches Pancake-Rezept, wo das nicht drin ist. Also die Amerikaner, ich weiß nicht, die kochen, backen mit dem, putzen ihre Autos und ihre Felgen mit. Der Wahnsinn. Ja. Das sind Natronisten, würde ich mal sagen. Ja? Passt.